Ja, und da sehen wir schon Daniel. Sehen wir jetzt Jurchenko mit ganzer oder mit anderthalb Schrauben. Ja. Mit anderthalb Schrauben. Auch gut gelandet, kleiner Schritt zurück. Ja, beim Jurchenko vorne auf dem Tisch ein bisschen die Beine krumm. Aber vielleicht war er so schnell, dass die Kampfrichter nicht sehen. Ah, ich glaube, die Kampfrichter haben das schon gesehen. Wir sehen meistens alles. Genau, und Daniel macht auch keinen zweiten Sprung. Aber ist zufrieden. Und nee, ist auch eine gute anderthalb Schrauben gewesen. Mit 4-4 Ausgang, 13-7-5 Endwert, E-Note 9-3-5. Sogar leicht besser als Timo. Mit einem halben Zehntel.